Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es war mir eine Freude, die Einladung anzunehmen und vor euch sprechen zu können. Wie der Nikolai ja schon gesagt hat, bin ich hauptsächlich im therapeutischen Feld unterwegs, war aber auch jahrelang an Hochschulen als Lehrbeauftragter tätig und habe da auch viel im Bereich Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung gemacht und habe selber 12 Jahre Kreativprojekte geleitet und Kunstprojekte auch gemacht mit unterschiedlichstem Klientel bis zur Forensik, also quer durch die Bank. Und für mich ist Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt berufliche Entwicklung immer ein hochkreativer Schaffensprozess. Und ich glaube, mal so als Anfangsthese, dass Kreativität der wesentliche Schlüssel in Zukunft sein wird, um noch in irgendeiner Form wichtig zu sein. Und da möchte ich jetzt im Folgenden gerne ein wenig drauf eingehen. Ich möchte mit Rilke beginnen, und zwar mit dem Impuls, dass ihr alle die Frage lieb haben dürft, ohne gleich nach der Antwort zu suchen. Und das ist auch meine Arbeitsmaxime, dass wir aus diesem linear-kausalen Denken herauskommen und eine Art spiralförmiges Denken, was in die Tiefe geht, beginnen können zu kultivieren und das zu nutzen. Das linear-kausale, das ist auch wichtig für bestimmte Dinge, aber wir haben da häufig in unserer westlichen Kultur zu viel von. Und da fand ich das einen ganz guten Impuls. Also die Frage, die ich mir gestellt habe beim Einstieg in das Ganze, ob ihr nicht alle in Zukunft, vielleicht schon in relativ naher Zukunft, völlig überflüssig werdet. Wenn man sich also jetzt die technische Entwicklung so anguckt, was da Google vorhat und andere, ist das ja eine berechtigte Frage. Also Lehre allgemein, wenn man jetzt den Leuten in Zukunft einen Chip reinsetzen kann und da ist schon alles drauf, ja, was man da braucht, wäre das also schon sehr fragwürdig, inwieweit wir noch Lehrer brauchen oder überhaupt Mentoren. Und auch die Frage, ob die Kreativität, die jeder Einzelne hier im Raum hat, in Zukunft möglicherweise irrelevant wird, weil die künstliche Intelligenz jetzt schon dabei ist, uns in weiten Bereichen zumindest einzuholen. Vielleicht noch nicht zu überholen, aber schon Schritt für Schritt anfängt, uns einzuholen. Und das mal so als Provokation vorab, so mal für so ein kleines Brainstorming. Wenn demnächst die Roboter uns die Arbeit im Grunde abnehmen, wofür sind wir denn eigentlich noch da? Oder was könnten wir denn leisten oder bringen, was so eine Maschine möglicherweise nicht kann? Also es gibt ja schon, wie gesagt, hier Roboter mit einem Plattenvertrag. Ja? Und diese Profimusikerin, die hat sich die Stücke angehört, hat das noch unterscheiden können, aber sie hat auch gemerkt, dass die Musik, die dieser Roboter mit dem Plattenvertrag erstellt hat, schon auch einen gewissen Reiz auf sie ausgeübt hat. Und sie hat am Schluss dann auch so gesagt, möglicherweise habe ich es noch nicht verstanden. Wenn es Kunst ist, versteht man es ja manchmal erst in der Rückschau und vielleicht habe ich es einfach noch nicht verstanden. Und es gab auch einen anderen Test, da hat der Harari auch von geschrieben und andere. Da hat man also auch einen Roboter komponieren lassen und die Leute sind massenhaft ins Konzert und haben die Platte gekauft und waren nicht in der Lage, es zu unterscheiden. Und waren dann hinterher völlig entsetzt, als man ihnen gesagt hat, es war jetzt keine Bach-Interpretation oder so, sondern das war wirklich was von einem Roboter. Ja. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Sprung machen in ein Gebiet, was vielleicht nicht so üblich ist. Das ist die Mythologie. Und ich glaube, das habe ich zumindest persönlich auch mehrfach so erfahren in meinem Leben, dass wir durch das alte Wissen, was es in den Mythen immer gegeben hat, was dort enthalten war, ganz viel herausnehmen können für unser jetziges Leben oder auch für die Zukunft. Das sind ja, wie Carl Jung auch verstanden hat, ewige Weisheiten drin enthalten und Weisheiten, die auch einen universal gültigen Charakter haben. Das heißt, wir finden, ob wir in Polynesien sind oder ob wir in Papua-Neuguinea oder bei den Aborigines oder bei den Inuits oder in Südamerika oder Nordamerika, finden wir überall ähnliche mythologische Bilder. Und die sind gar nicht so weit weg sondern auch hier. Oder
eben in Griechenland, wo ich mich jetzt darauf beziehe, weil die griechische Mythologie eine wesentliche ist, auf der unsere Kultur ja aufbaut, mit aufbaut, also zum wesentlichen Teil auch mit aufbaut. Und es gab in dieser Geschichte ja einen, in der griechischen Mythologie gab es ja einen Sturz oder einen Kampf, einen großen Kampf. Und da gab es eben diese Niederlage der sogenannten Titanen, die gegen die olympischen Götter dann verloren haben und im Grunde gestürzt worden sind. Und die Frage ist, ob es da nicht möglicherweise einen neuen Sturz geben wird. Es gibt ja so ein Stichwort der Hybris. Und vielleicht hat der Mensch als solches ja einen Punkt erreicht, wo er eine gewisse Hybris überschritten hat, habe ich mich so gefragt, im Rahmen dieser Entwicklung hier. Und die Frage ist auch die, was werden wir möglicherweise im Laufe der Zukunft opfern müssen, wenn wir diese Technologisierung und Digitalisierung so weiterhin vorantreiben, wie wir das bis dato tun. Also alles fordert ja in irgendeiner Form immer auch einen Preis ein. Und wir haben ja jetzt schon festgestellt, mit dem höher, schneller, weiter und so weiter, das hat einen bestimmten Preis. Und wenn wir das nicht machen, hat es auch einen Preis. So, und das ist also einfach mal so der Impuls, was ist das mögliche Opfer, was wir bringen werden. Es ist auf jeden Fall ein starker Wandel und der ist auch nicht verhinderbar, der uns alle betreffen wird, radikal. Also im Grunde fast jeder Bereich, mir fällt gerade eigentlich keiner ein, der da irgendwie nicht von betroffen sein wird, von dem, was da jetzt in den nächsten, ich würde mal sagen, 5, 10, 15, 20 Jahren auf uns zukommt. Vielleicht wird sich die Gesellschaft auf so eine radikale Weise verändern, wie wir es bis dato uns überhaupt nicht vorstellen können. So, und die Frage ist aber, was bleibt denn erhalten? Jetzt auch gerade im Bereich der Lehre. Und ich glaube, es gibt dort eine wesentliche Konstante und das ist auch ein Archetyp. Und das ist der Archetyp des Lehrers oder des Mentors. Also ihr alle hier. Ja? Und da gibt es einen wesentlichen Aspekt in den Mythen, nämlich die, dass diese Archetypen, wenn sie denn dann so Mentoren oder Lehrer waren, ein gewisses Feuer weitergegeben haben an die nächste Generation. Und das Feuer ist immer ein Symbol gewesen, da komme ich gleich drauf. Die Frage wäre an jeden Einzelnen hier, was ist denn dein Mythos, den du lebst? Weil jeder macht seinen Job ja aus irgendeinem bestimmten Motiv heraus. Klar gibt es Menschen, die machen auch ihren Job nur wegen dem Geld. Ja, gut. Aber wenn man jetzt mal das Geld so außen vor lässt und sagt, okay, ich muss natürlich in dieser Welt auf der Horizontalen irgendwie überleben, dann gibt es aber trotzdem immer noch diese andere Achse, diese Vertikale. Und da geht es ganz stark auch um einen Sinn. Und der Mythos verweist immer auch auf diesen Sinn. Und das ist eine wichtige Frage. Also, was für einen Mythos lebe ich eigentlich? So, und das kommt auch, hier sind ja unterschiedlichste Professionen jetzt zusammengekommen. Ich habe auch selbst an einer Hochschule für Psychologie unterrichtet, ich habe an einer Hochschule für Sozialwissenschaft unterrichtet und auch an einer Hochschule für Technik. Deswegen kann ich das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was für eine Gemengelage sich jetzt hier gerade im Raum befindet. Ja? Und das ist ja auch spannend, das zusammenzubringen. Und Sie alle haben irgendwie eine Idee, weswegen Sie da sind. Also nicht nur in Ihrer Hochschule, sondern auch hier in Ihrem Leib. Leibhaftig, weil letztendlich sind wir ja alle ein Körper und den bewohnen wir in irgendeiner Art und Weise. Manchmal mehr schlecht, manchmal mehr recht. So, und da haben wir irgendwie eine Idee, wir haben irgendwie so eine Art Fahrplan. Und der ist ganz wichtig, denke ich. In der Antike oder überhaupt für uns Moderne wurde Unwissenheit häufig auch mit der Dunkelheit verknüpft auf der einen Seite, auf der anderen Seite hing damit aber ein tieferes Wissen zusammen. Das ist die Nyx, die Göttin der Nacht und das Dunkle steht ja auch in Verbindung mit dem Wasser, wo wir wissen, dass es etwas mit dem Unterbewusstsein zu tun hat oder mit der Psyche allgemein. Das Wasser ist ja so ein Element, das man nicht so richtig greifen kann. Und es geht ziemlich tief da rein und man kann also im Wasser kann man also Dinge finden, genau wie in der Seele oder der Psyche auch, die verborgen sind. Und es ist ein Element, das sich fließend anpasst und das auch sehr, sehr spielerisch ist, sehr lebendig ist.
was vier Aggregatzustände haben kann. Man hat ja noch einen gefunden. Und was aber auch eben sehr zerstörerisch sein kann. Meine Professorin damals hat gesagt, als das mit dem Tsunami war, dass wir eine neue, mit diesem Archetyp des Wassers, dass wir eine neue Idee vom Wasser als solches bekommen werden, weil auf einmal diese Zerstörungskraft so archaisch über uns reingebrochen ist. Ich habe mit einigen Menschen gearbeitet, die das damals erlebt haben, diese Tsunamiwelle in Asien. Und das, ja, ich glaube, das hat unser kollektives Bewusstsein schon ein Stück weit verändert. Und eine große Metapher für das Erkennen ist eben das Licht, das Lichtvolle. Das haben wir eigentlich so fast in allen Kulturen, finden wir das irgendwie auf die eine oder andere Weise als eine Metapher ja, für Erkenntnis, für Schöpferkraft. Und es ist ein Symbol auch für Wiedergeburt. In der Alchemie zum Beispiel, als Phönixvogel. Und die Wiedergeburt ist ja auch nur eine Metapher dafür, dass etwas Altes quasi erstirbt und aus diesem Alten wieder das Neue herausgebiert. Also das ist ein hoch, hoch, hoch kreativer und hochschöpferischer Prozess. Ich glaube, Kunst ist wirklich auch, oder Kreativität als solches, ist wirklich ein Prozess, wo immer wieder etwas Altes quasi, ja, auseinandergenommen wird, demontiert wird und neu zusammengesetzt wird. Und vielleicht befinden wir uns kollektiv auch gerade in so einer Phase, gerade im Rahmen dieser Digitalisierungswelle, wo das stattfindet, mit einem offenen Ergebnis. Und es war auch so, dass das Feuer, was ja das Licht auch eben repräsentiert, immer ein Sakrileg darstellte, das Feuer zu benutzen. Das heißt also, es kommt aus der göttlichen Sphäre, nicht aus der irdischen. Und das Feuer oder das Licht gehört also eigentlich nicht hierher, sondern in diesen überirdischen Bereich, also nicht zu den Menschen gehörig. Und es gibt ja diese Mythen von Ikarus oder Phaeton, die diesem Licht zu nahe geflogen sind oder damit nicht gut umgegangen sind. Und die sind dann abgestürzt. Das Bemerkenswerte ist auch, dass wir in fast allen Diktaturen immer wieder diese Metapher finden, dass da das Lichtvolle gegen das Dunkle antritt und da werden also dann immer gerade diese Gestalten, die für mein Verständnis eigentlich das Dunkle verkörpern, häufig genau gegenteilig als das Lichtvolle verkauft oder inszeniert. Ja, auch hier von den jungen Pionieren oder da FDJ, ne? Also auch die Fackel und so weiter, das ist also in Diktaturen sehr beliebt, dass man diese Bildsprache dort auch dann benutzt. Ja, und einer, den ich gerade ja schon erwähnt hatte, der ganz wesentlich war für diesen Übergang, um den Menschen das Licht und das Feuer der Erkenntnis zu bringen, das war eben der Prometheus. Und der Prometheus wird auch dargestellt als Menschengestalter. Das heißt also als einer, der den Menschen formt. Und das ist ja ein Stück weit das, was ihr alle in eurem Job auch macht. Da kommen jetzt ja diese jungen Menschen und die sind ja in einer Form von Ausbildung. Die lernen was fachlich natürlich spezifisch ist, weil sie könnten ja auf einer anderen Hochschule was völlig anderes lernen. Aber ich glaube persönlich, das Wesentliche, was dort gelernt wird, neben dem ganzen Fachlichen, was auf dieser Ebene wichtig ist, ist auf der Persönlichkeitsebene. Und da geht es ganz stark darum, auch durch Lernen am Modell, ne, durch das Inspiriertwerden, durch diese andere Person, die mir gegenübertritt, als die Person in dem Körper, in dem Leib, die sie nun mal ist. Mit dem Ganzen, was da quasi auftaucht. Und hier wird er wirklich als gottgleich dargestellt, wenn man jetzt mal an die Sixtinische Kapelle denkt zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Da reicht er quasi die Fackel, das Feuer dem Menschen rüber oder da ist er ja auch dabei, den Menschen zu formen, erinnert so ein bisschen an Christus von der Gestalt her. Also das ist schon ganz spannend. Das heißt also, wenn man das mal sinken lässt, das heißt, dass wir möglicherweise, wenn wir in der Lehre tätig sind, dass wir Menschen auf eine gewisse Art und Weise mit diesem, was die alten Kulturen durch die Bank ursprünglich eher in dieses Sakrale, Metaphysische gepackt haben, dass wir uns da eigentlich bewegen. Dass es, wenn wir mit Menschen zu tun haben, immer auch um eine andere Ebene geht, als rein um diese informelle Ebene.
Der Prometheus hat ja das Licht dann geholt vom Himmelswagen, die Sonne, das war ja der Apollon oder der Helios. Und da ist er dann hin und hat im Grunde da seine Fackel entzündet, hat das Licht dann gebracht zur Erde und ist dann hinterher von Zeus dafür eben bestraft worden, also sprich in Ketten gelegt worden und dann an den Felsen gehängt worden im Tartarus und musste dort ausharren. Und das ist ja ein Prozess, den viele kreative Menschen auch kennen. Ich hatte mal einen Lehrer, der sagte, ja, nach oben hin wird der Tannenbaum immer dünner. Ja, also das, weil ich ihn gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, wenn man so bewusstseinsmäßig so Erkenntnisse macht und Schritte weiterkommt, dass auf einmal irgendwie bestimmte Leute, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert und dass man irgendwie so auf einmal so voneinander abbiegt. Ja, und dann hat er das so gesagt, nach oben hin wird der Tannenbaum dünner. Das heißt also, Bewusstseinsentwicklung ist möglicherweise auch mit einem Preis verbunden, das war ja die Frage vorhin auch, nämlich mit einem Preis, dass man auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht nicht mehr so ganz kompatibel ist mit vorherigen Settings oder mit Menschen auf einer gewissen Weise. Da muss sich dann vielleicht was anderes ergeben. Und das kann dann manchmal auch schmerzhaft sein. In diesem Mythos wurde er dann ja gemartert von diesem Adler, der dann immer wieder da angeflogen kam und die Leber von ihm gefressen hat und die immer wieder nachgewachsen ist. Also eine endlose Qual quasi als Strafe, weil er eben den Menschen das Feuer gebracht hat aus dieser göttlichen Sphäre heraus. Und es gab dann eine Figur, das ist der Herakles, der ist auch hier drauf mit der Athene. Und diese Gestalt des Herakles, die ist ganz wichtig, weil der bei der Befreiung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Der hat ihn quasi von dem Felsen dann ja, freigemacht, hat aber vorher Zeus noch um Erlaubnis gefragt. Und ja, also diese Kombination hier mit der Athene finde ich ganz spannend, weil die steht ja auch für die, nicht nur für die Kriegs- oder Kampfkunst, sondern auch, oder nicht nur für das Kämpferische, sondern auch eben für die Weisheit, für das Erkennen und hat aber auch eine Repräsentanz in der Kunst. So, und da gibt es zum Prometheus gibt es alle möglichen Deutungen. Ich wollte die jetzt eigentlich nicht alle runterrasseln hier, aber so ein paar spannende sind schon, finde ich, dabei. Blumberg sagte zum Beispiel, dass Prometheus eine Metapher ist für den Versuch der menschlichen Selbstbehauptung gegenüber dem Absolutismus der Wirklichkeit. Das heißt also, er lehnt sich eigentlich auf gegen das, wogegen man sich im Grunde im Leben eigentlich nicht auflehnen kann. Er ist im Grunde die Notwendigkeit, wie Nietzsche sagte, des Frevels. Wir müssen also das Feuer stehlen und wir müssen im Grunde in diesem Leben in irgendeiner Art und Weise immer wieder Schritte tun, die uns über diese Grenze hinausbringen. Auch, das sind ja auch Grenzen, die in uns selber liegen. Und Camus, wo ist er? Er hat den Menschen zugleich Feuer, Freiheit, Technik und die Künste gegeben, der Prometheus, eben durch die Fähigkeit zum Erkennen. Also das ist ja die Metapher, das hat er ihnen gegeben. Und der moderne Mensch jedoch, der sich einseitig der Faszination der Technik hingibt und dabei seinen Geist sterben lässt, hat das nicht begriffen. Er begeht Verrat an Prometheus, hat Camus gesagt. Ja. Also was brauchen wir? Wir brauchen einen Auftrag und Ruf. Den habt ihr irgendwie alle wahrscheinlich mehr oder weniger bekommen, sonst wärt ihr jetzt ja gar nicht in der Position. Dann braucht es eine Essenz, eine Quelle, was jetzt hier mal der Streichholz wäre. Aus dieser Quelle könnte dann möglicherweise, wenn das Brennmaterial was taugt, das muss man ja auch dazu sagen, ein Funke dann entstehen und es könnte dann richtig anfangen zu brennen. Und dann braucht es einen Container oder ein Behältnis, um das im Grunde zu übermitteln. So, das dürft ihr jetzt mal frei übersetzen auf eure Profession, was das genau bedeutet. Ja. Die antike Fackel war keine klassische Fackel, sondern ein Riesenfenchel, und zwar ein getrockneter.
der sieht so aus. Und warum war das so? Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die eine ist, dieser Fenchel, dieses Mark, das war die ganze Zeit am Glimmen und die Außenhülle verbrannte also nicht. Also konnte er damit das Feuer nehmen und transportieren, ohne dass es ausging. Ja, also es ist im Grunde nicht erloschen und der Stab ist an sich nicht verbrannt. Und der zweite Grund ist eine Parallele, die ich sehr interessant finde. Weil dieser Riesenfenchel war auch einem anderen Gott heilig und das ist der Dionysos. Und das ist der Gott des Rausches und der Ekstase gewesen. Und da gab es den Riesenfenchel nämlich auch, den hatten nämlich seine Anhänger, das waren die Mänaden, das waren diese wilden Frauen und die Satyre, diese Waldgeister. Die hatten also auch diesen Fenchelstab und da oben drauf war noch dieser Pinienzapfen, wie man das auf der Zeichnung da sieht, auf der Keramik. Und das ist eben das klassische Symbol gewesen für Auferstehung und Unsterblichkeit. Und jetzt kommt eine weitere Parallele, nämlich die, dass Dionysos und Apollon oder Helios, der Lichtgott, den gleichen Platz bewohnt haben. Das ist kein Zufall. Es gibt in der griechischen Mythologie keine Zufälle. Ich glaube, wie sowieso in keiner. Das heißt, also der Lichtgott, der den Sonnenwagen steuert, bewohnt den gleichen Platz wie dieser Ekstase- und Rauschgott. Der hat ihn da quasi eingeladen, in der dunklen Winterszeit, wenn er nicht da ist, auf den Platz aufzupassen. So, und das bedeutet also, dass dort eine grundlegende Parallele vorhanden ist. Und die Parallele ist die, dass an diesen Plätzen gewisse Riten vollzogen wurden, die enorm das Bewusstsein erweitert haben. Und zwar radikal den Rahmen überzeichnet haben, über das aktuelle, bisherige Bewusstsein hinaus gezeichnet haben. Und meine These ist jetzt die, dass das eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, um kreativ und schöpferisch tätig zu sein, dass wir unser Bewusstsein von dieser weltlichen Ebene in diese, ja, ich sag's mal, vertikale Ebene hinausdehnen. Und dass dort Erkenntnisse gemacht werden können und Ideen abgeholt werden können, wie das sonst nirgendwo möglich ist. Und ich glaube, die besten Künstler, die diese Erde hatte und auch die größten Genies im Bereich der Konstruktion und der Wissenschaft und überhaupt, hatten da einen Zugang zu. Auf die eine oder andere Weise. Genau. Und dieses Selbstwissen, was damit einhergeht, das ist eben mit diesen Erfahrungen von Transzendenz oder Rudolf Otto nannte das Numinosität verbunden. Das heißt, da wird etwas durchlässig gemacht in der Seele. Kennt jeder vielleicht mal irgendwie so einen Moment gehabt, schon mal irgendwie, als Kind, vielleicht nochmal so zurückerinnern als Kind, als man vom Weihnachtsbaum gestanden hat und das war noch alles so von so einer gewissen Heiligkeit erfüllt. Die ganzen Kerzen. Ja, das haben sogar die Menschen beschrieben, die in Dresden die Bombardements erlebt haben und in den Himmel geschaut haben und wo da diese Stafetten runterfielen, die am Brennen waren und die gesagt haben, oh, es sieht aus wie Christbäume. Ja, so haben die das beschrieben. Also der Mensch hat, es gibt Situationen, die sind völlig abstrus, da hat der Mensch auf einmal Zugang dazu. Und da bricht das auf einmal auf und manchmal ist das in der Natur, dass man irgendwo steht, an irgendeinem Platz, der hat eine andere Qualität als jetzt, sage ich mal, die Fußgängerzone irgendwie in Zürich oder in Konstanz oder sonst wo. Da ist was anderes und da merkt man auf einmal, da geht irgendwie was auf. Das kann vielleicht irgendwie eine Bergspitze sein, wo man draufsteht und runterguckt oder irgendwie ein Tal oder ein Wasserfall oder vielleicht auch nur einfach am Meer. Und da gibt es eben einen Zugang zu dieser anderen Ebene. Genau. Und ich glaube, für diese umfassende Menschenbildung im Zeitalter der Digitalisierung braucht es vor allen Dingen ein umfassendes Selbstwissen für Lehrende als auch für Lernende. Mal ein Beispiel, die alten Schamanen, egal wo man hinfährt, hatten das. Die sind immer in diese andere Ebene gegangen und wenn sie zurückgekommen sind, haben sie angefangen, künstlerisch und kreative Tätigkeiten auszuüben. Das ist jetzt zum Beispiel von den Huichol aus Mexiko. Dali ist auch so ein Klassiker.
Ich habe den Kübel leider nicht mehr gefunden. Ich habe das Foto bestimmt einen halben Tag lang gesucht. Also er hatte einen Kübel, einen Metallkübel, und er hat sich dann also in veränderten Bewusstseinszustand hineinbegeben, hatte einen Schlüssel in der Hand. Und wenn er so tief reingesackt ist, dass sein Körper quasi sich verabschiedet hat, dann fiel der Schlüssel in den Eimer, dann hat es halt gescheppert. Und dann ist er da rausgerissen worden und hat dann mit dem, was dann da war, angefangen zu arbeiten. Auf der Leinwand oder auf dem Papier. Es gibt auch sehr viele Erfindungen oder überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse, die mit veränderten Bewusstseinszuständen zusammenhängen. Zum Beispiel die Ordnung des Periodensystems. Ja, hängt mit einem Traum zusammen. Ja, der Mann wusste nicht, wie er das lösen soll. Und dann hat er darüber nachgedacht und memoriert, auch vom Einschlafen immer wieder, immer wieder. Und im Traum hat er bis auf eine Korrektur das gesamte System gesehen. Ist am nächsten Morgen aufgewacht, hat es angefangen aufzuschreiben, und das ist das heutige Periodensystem. Genauso wie Einsteins Formel. Der hat von einer Schlittenfahrt in Lichtgeschwindigkeit geträumt und ist quasi in völlig verändertem Bewusstseinszustand geraten. Und aus dieser Vision heraus ist die Formel nachher entstanden. Genauso der DNA-Strang, der Watson, das war ja 1953, war das ja noch ein völliges Mysterium, wie so eine DNA aussehen könnte. Der hat davon auch eine Vision gehabt und hat dann, also nicht davon, sondern von einer Wendeltreppe, und hat das letztendlich in seine Forschung übertragen und hat dann letztendlich nachher 1962 dafür den Medizinnobelpreis erhalten. Paul McCartney hat die Melodie von Yesterday geträumt, ja, ziemlicher Hit geworden. Und Larry Page, ja, hat im Grunde Google auch in so einer Vision gesehen. Also Google ist die Basis einer solchen Erfahrung. Und Erika Bourgeon, die sagte also, dass 90% von den Gesellschaften, die sie da untersucht hat, 488, hatten diese institutionalisierten Formen, um bewusstseinsverändernde Zustände zu erreichen. Das heißt also, man kann davon ausgehen, dass es rund um den Globus ziemlich universal war. Genauso William James. Er sagte, verglichen mit dem, was wir sein könnten, sind wir nur halb wach. Wir nützen nur einen kleinen Teil unserer physischen und geistigen Gaben. Mit anderen Worten, der Mensch lebt weit unter seinen Möglichkeiten. Er verfügt über Kräfte verschiedenster Art, die er in den meisten Fällen gar nicht mobilisiert. Nur mal ein Beispiel. Eine Frau hat ihre Tochter unter einem Auto eingeklemmt. Sieht das, dass sie da von einem Auto erfasst wurde. Die geht hin, hebt das Auto hoch und zieht die Tochter drunter weg und fährt mit der in die Notaufnahme. Und der Arzt sagt zu ihr, wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre die Tochter jetzt tot. Also wenn sie es nicht geschafft hätten, das Auto hochzuheben, dann fällt die Frau in Ohnmacht, weil sie realisiert, was passiert ist. Wenn man die gleiche Frau in die Fitnessbude stecken würde und ihr sagen würde, drück mal 1,5 Tonnen weg, du schaffst das, ja, mit positivem Denken von mir aus, wird sie nicht schaffen, garantiere ich. So, das heißt also, wir haben so viele Möglichkeiten, nicht nur jetzt auf der muskulären Ebene, sondern überhaupt im gesamten Bewusstsein, die gar nicht angezapft werden. Ja? Rana sagte, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er würde überhaupt nicht mehr sein. Und man könnte das vielleicht auf alles übertragen. Das ist jetzt mal so die These, jetzt in Anbetracht dessen, was auf uns zukommt. Und Durkheim sprach ja von Homo duplex und sagte, okay, wir sind eigentlich Lebewesen, die eine profane Dimension haben und eine sakrale Dimension. Das heißt also, was ich gerade gesagt habe, wir haben diese Ebene und wir haben diese Ebene. Und wir sind also in der Lage, uns in diesem Feld dazwischen aufzuhalten. Und wir haben diesen doppelten Schwerpunkt. Und es ist für uns total wichtig als Menschen, dass wir da diese Schnittmenge erschaffen, wo wir uns dann drin zwischen bewegen können und das ausbalancieren. Wenn das nicht passiert, und viele machen das ja nicht, ich will nicht sagen, manche sind von vornherein nicht zugelassen, aber das glaube ich nicht, aber irgendwann im Leben kommt meistens eine Situation, die dazu auffordert, radikal. Und das sind dann Krisenzustände. Ich habe mit vielen Leuten in schwersten Krisen gearbeitet und irgendwann im Leben kommt es meistens. Und dann nützt das Geld übrigens auch nichts. Das ist egal dann. Ja.
So. Also es gab immer schon alle möglichen Techniken, um Bewusstsein zu verändern und zu erweitern. Das sind natürlich auch Substanzwege, diese pharmakologischen Wege, die ja momentan auch sehr stark wieder in der Forschung drin sind, in Zürich zum Beispiel, von Vollenweider und anderen. Dann, wie gesagt, was ich gerade sagte, Krankheiten, Unfälle, Koma etc., solche Dinge können das auch hervorrufen. Manchmal ist es nur einmal Joggen im Wald. Es gibt auch Studien mit Frauen, die stricken. Da hat man festgestellt, durch diese monotone Tätigkeit, hochfokussiert, kommen die in so Erfahrungsräume rein, die Franz von Assisi oder Johannes vom Kreuz oder Teresa von Avila oder Hildegard von Bingen auch beschrieben haben. Durch Stricken. Ja? Durch diesen hohen Fokus. Ja, schon spannend. Kunst schaffen als solches ist auch so ein Prozess. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass wir teilweise morgens angefangen haben, irgendwo was zu machen und dann ging die Sonne unter und ich habe mich gefragt, wo der Tag geblieben ist. Und Mihaly Csikszentmihalyi nennt das ja diesen sogenannten Flow-Zustand, wo dann viel Alpha-Wellen da sind, wo man einfach so in diesem Schaffensprozess drin ist. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn man irgendwas so richtig irgendwo drin vertieft ist und da wird man so aufgesogen von. Ja, das wäre so ein Zustand zum Beispiel. Ja, und ansonsten können es auch alle möglichen Erfahrungen sein, die was mit Reiz, eben entweder Überflutung oder Reizdeprivation zu tun haben. Das heißt also, wir müssen etwas verändern. Das heißt, entweder übersteigern wir etwas von dem, was wir bisher gemacht haben, immer mehr, bis unser System sagt, okay, RAM Overload heißt das beim PC, glaube ich, ja. Wir können die Information nicht mehr verarbeiten, jetzt ist auch egal, jetzt können wir auch irgendwie alles Mögliche zulassen. Oder man macht quasi das Gegenteil, man reduziert. Das ist dann in so Meditations-Retreat-Zentren ist das so, wo dann einfach, so jetzt mal 10 Tage die Klappe halten, mit keinem mehr reden, keinen angucken, kein Handy, Buch haben Sie dabei, her damit, Stift, her damit, alles weg. Jetzt 10 Tage vor die Wand gucken und schweigen, viel Glück. Schon mal gemacht, jemand? Ja. Ja. Was war die Erfahrung? Boah. Ja. Also ich kenne einen Psychologen, der hatte mit Managern immer in der Wüste so Retreats gemacht, so ähnlich, aber halt nur mit der Wüste. Und die haben erstmal das ging 2 Wochen und die ersten 5 Tage haben die nur geschrien. Alle. Völlig gaga. Ja. Weil die sind natürlich von 1800% runter auf null. Ne, so. Und ja, das ist genau sowas. Man braucht eigentlich schon nur ein anderes Setting schaffen. Die noch härtere Variante ist die Arbeit im Dunkeln. Man kann ja Dunkelmeditation machen, dann muss der Raum komplett dunkel sein. Also da fängt man nach 3 Tagen spätestens an zu halluzinieren und sieht dann also alle möglichen Sachen. Ne? Obwohl man nichts genommen hat jetzt irgendwie. Ne? Also es ist auch sehr interessant. Ja? Also man fängt auf, dann ist auf einmal der Raum nicht mehr schwarz, sondern er ist wirklich, wird auf einmal belebt. Man sieht irgendwie alle möglichen Farben und dies und jenes, ja. Also schon spannend. Okay, wie gesagt, die Technik holt uns da jetzt ja ein. Ich habe vor 2 Jahren bei der UNESCO in Paris gesprochen, auf einem Weltkongress für Psychotherapie damals. Und da waren damals schon die ersten Studien mit VR, wurden da gemacht und draußen standen schon die Vertriebsfirmen, die die Systeme schon passend fertig hatten für Angststörungen, Phobie und sonst was, wo die Leute dann sich das Ding aufsetzen. Ich habe das auch gemacht, da läuft man dann auf einer Brücke rum, die recht hoch ist, auf einmal drückt ein Knopf, ist Geländer weg und dann, na, willst du noch ein bisschen härter? Ja, okay. Und dann zack, auf einmal stehe ich auf so einem Baukran drauf. Ja, und ich gucke nach unten und ich weiß nicht, ich gehe da ein paar 100 Meter runter und vor mir landen so 2 Möwen auf dem Baukran und gucken mich an. Und das Verrückte ist, natürlich weißt du ja, du stehst nicht auf dem Baukran, aber dein ganzer Organismus weiß das nicht. Und der reagiert, als wenn du jetzt auf dem Baukran stehst. Ja, und das ist das Spannende, dass wir sind so leicht zu manipulieren oder diese Zustände sind auch sehr leicht zu erzeugen. Also, obwohl meine Ratio das sagte, es ist doch Blödsinn, ja? So, genau. Ja, die US Army und so weiter, die nutzen das natürlich schon ewig, ne? Auch diese ganzen Ego-Shooter, diese Videospiele und so weiter, das ist ja ursprünglich entwickelt worden auch, um die Killrate zu erhöhen. Weil man festgestellt hat, dass die in den Gefechtssituationen häufig gar nicht abdrücken, trotz des jahrelangen Trainings. Ja, und durch die Videospiele, durch die Shooter konnte man die Hemmschwelle entsprechend runtersetzen. Genau, also die Frage ist jetzt, wir kriegen immer mehr Informationen, wir haben immer mehr Vernetzung.
wird alles immer mehr. Ja, und das wird sich mit den ganzen Dingen, die jetzt kommen, Stichwort auch 5G und Blockchain-Technik und so weiter, wird sich das alles immer weiter noch erhöhen, und zwar massiv. Es ist ja wahrscheinlich geplant, dass an jeder Laterne so ein 5G-Sender hängen wird und dann demnächst auch irgendwann in jedem Haus und in jedem Auto und so weiter. Und das wird ja alles miteinander kommunizieren irgendwann. Und das sind ja Datenmengen, das ist ja verrückt. Also das ist ja jetzt schon exorbitant, das Wachstum, was da hingelegt wurde. Die Frage ist, wenn also jetzt sich demnächst alles miteinander verbindet im Internet der Dinge, auch wie wertvoll ist denn die Information eigentlich noch? Auch für den Einzelnen. Also die Informationsmenge wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wenn man sich jetzt anschaut, was ein Mensch zum Beispiel zur Zeit von Plato gewusst hat oder im Mittelalter, ja, da hat man mal irgendwie so eine Untersuchung gemacht, haben sie gesagt, ja, das würde ungefähr in den Spiegel reinpassen, in so eine Ausgabe vom Spiegel. So, ja, und wenn man jetzt guckt, was wir heute an Wissen haben, an Faktenwissen, ja, das ist exorbitant mehr als das. Vor allen Dingen ist sowieso alles ständig abrufbar, wegen der Google-Vision da. Ja. Auf der anderen Seite scheint aber im Vergleich zu den Kulturen, die es früher gegeben hat, das Selbstwissen, das scheint aber abzunehmen. Und ich kenne eine Therapeutin, die sagte mal, die hat eine Zeit lang auf Bali gelebt und dann hat sie auf einer Elite-Hochschule gelebt und hat dann gearbeitet, also in den USA, und hat dann gesagt, sie hat noch nie so emotional, also so verarmte Menschen gesehen wie dort. Ja, so, und die Menschen drüben auf Bali hatten eben genau das Gegenteil. Sie hatten nicht den Reichtum, aber waren innerlich reich oder hatten diese Tiefe innerlich, diese Begegnungsebene. Und ich glaube, darum geht es ganz wesentlich. Also es ist ja schön, dass die Dinge sich jetzt demnächst auch mit uns verbinden werden. Ja? So, die Frage ist aber auch ein Stück weit, finde ich, was ist der Mehrwert für uns? Und da gab es eine neue Studie, hat man zum Beispiel festgestellt, wenn ein Roboter den Menschen beschimpft, dann kann der Mensch konzentrierter arbeiten. Also braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr jetzt irgendwie demnächst auf die Arbeit kommt und da steht irgendwie so ein Roboter auf dem Tisch und der fängt auf einmal an, euch zu beschimpfen, ja? Weil der Vorgesetzte davon was gehört hat. Ich glaube, da geht es um Aufmerksamkeit, ne? Also negative Aufmerksamkeit. Also der erste Roboter, die Sophia, ist ja jetzt auch saudischer Staatsbürger geworden. Ja? Und wie gesagt, Psychotherapie vom Roboter, die ersten Studien, die ich da gesehen hatte, waren gar nicht so schlecht. Also sehr zum Erschrecken der Therapeuten. Man hat das dann damit erklärt, dass der Mensch, der mit einem Roboter spricht, weniger Hemmungen hat und das Gefühl hat, er wird einfach nicht so viel bewertet womöglich oder zumindest nicht abgewertet. Ja? Also das heißt, man wird also wirklich davon ausgehen können, bei Banken sowieso, die sind ja jetzt schon alle am Entlassen, da wird immer mehr von Algorithmen und so weiter übernommen werden. Es wird also ganz viel in Zukunft von der KI, von der Technik übernommen werden können. So, und dann gibt es natürlich die andere Frage noch, wenn man jetzt das mal weiterdenkt, okay, was könnte da noch rauskommen? Also da könnten ja noch ganz andere Sachen passieren. Die Philosophie ist da ja sehr, sehr kritisch, was das angeht. Wenn man sich jetzt mal hier unten die Sache anguckt, also das hat sich Harari oder Huxley oder Orwell, die haben sich das nicht ausdenken können. Ja, dass dein Sexroboter dich auf einmal erwürgt, weil dein Nachbar das Ding gehackt hat. Ja, ja, so, ja. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Ja? Ja, so, ja. Also das wird auch ein Markt sein mit Zukunft, denke ich. Das ist für Menschen natürlich, die zur Sexualität keinen Zugang haben, ist das natürlich ein Geschenk, dass sie jetzt wenigstens dann Roboter haben können. Aber ich meine nur, das ist schon, das muss man schon mal sagen. Also das, ne? Der Sicherheitsroboter begeht Selbstmord in der Shopping Mall. Ja? So, also die Schweiz baut jetzt anscheinend bald Killerroboter. Also das ist so die andere Seite von der Thematik auch. Ne? So, ja, das geht auch ein bisschen mit dem Mythos einher, finde ich, weil der Epimetheus, das ist der Bruder von Prometheus, der die Fackel gebracht hat, ne?
Und der hat von Zeus dann ein Geschenk bekommen. Und das war die junge Dame, die Pandora. Und der Prometheus, der hat das schon gecheckt, der hat gesagt, du, lass das, nimm kein Geschenk von den Göttern, das taucht nicht. Ja, das gibt nur Ärger. Und er war aber so, er wusste es besser und er war dann so verliebt in die äußere Schönheit dieser Frau, dass er gesagt hat, nee, komm, ich nehme sie trotzdem. Und dann, wie es kommen sollte oder musste, irgendwann hat sie eben das Gefäß aufgemacht, was sie dabei hatte. Und dann kamen eben also diese ganzen Plagen über die Welt und über die Menschen. Und das Einzige, was positiv drin war, nachdem sie nochmal reingeguckt haben, war noch die Hoffnung drin. Ja? Vielleicht ist das ja der Status quo. Also, wenn wir das jetzt so nehmen, das digitale Zeitalter, ist es eine Chance? Sind wir also, Fragezeichen, ein Superorganismus oder sind wir vielleicht auch nur schwarmdumm? Ja, das ist ja so eine Frage, die sich manche Autoren auch gestellt haben. Und die Frage an euch wäre dann die, wie kann ich diesen Archetyp des Lehrmeisters oder Lehrers oder Mentors trotz Digitalisierung und dieser ganzen kollektiven Dynamiken, die daraus resultieren, gerecht werden und mich trotzdem dieser Digitalisierung, die sowieso kommen wird, nicht verschließen? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Weil der Archetyp lebt sowieso weiter. Tun die immer. Apollon ist nämlich auch der, also nicht nur der Lichtgott, der den Lichtwagen steuert, sondern er ist auch der Anführer der neuen Musen, also der Schutzgöttinnen der Künste. Und Kunst ist ja letztendlich eine Metapher auch für diese Schöpfungskraft, die das Feuer ja auch wiederum repräsentierte von diesem Wagen, den der Apollon fährt. Und Beuys sagte, jeder ist ein Künstler. Natürlich hat er nicht damit gemeint, dass alles, was jeder verzapft, unbedingt deswegen ergo Kunst ist. Aber potenziell hat jeder Mensch, das glaube ich zumindest, du kannst mir gerne widersprechen, Nikolai, hat jeder Mensch das Potenzial inhärent in sich angelegt, Künstler zu sein oder etwas Künstlerisches zu erschaffen. So, und ja, also das ist, damit wird er also im Grunde auch teilhaftig an diesem, ja, von mir aus, wie die Griechen das sagten, göttlichen Prinzip. Und ja, das sagen die Mystiker letztendlich auch alle durch die Bank. Ja? So, und man sieht das, finde ich, auch gut bei Da Vinci. Der war ja auch ein totaler Visionär. Er war Künstler und er war Techniker. Und im Grunde hat sich, das ist ein Auto, was er im Grunde schon entworfen hatte, im Grunde hat er ja diese Vision und die Technik zusammengebracht. Und das war ja dieser Motor der Veränderung. Vision plus Technik bis zur Renaissance. Vorher war die ganze, also bis dahin war die Wissenschaft ja völlig unbedeutend. Das ist ja erst danach gekommen, dass die Wissenschaft so eine Bedeutung bekommen hat, wie sie das heute hat. Und bis zu dem Zeitpunkt war eben diese Vision und dieses technische Know-how, diese technische Entwicklung war das ganz Entscheidende. Und möglicherweise kommen wir mit dieser Entwicklung, die wir jetzt machen, wieder in diesen Bereich zurück, dass wir viel mehr von dieser Vision auch brauchen wieder. Ja? So, und ich glaube eben, was du ja auch einschließlich gesagt hast, dass diese Kreativität eben der Schlüsselkompetenz, also diese Schlüsselkompetenz ist, die dafür notwendig ist. Ja? Und jetzt wäre halt die Frage auch wieder an jeden Einzelnen, wenn ich mein größtmögliches kreatives Potenzial entfachen will, so mal jetzt in diesem Termini gedacht von der Frau, die das Auto hochgehoben hat. Ja? Wenn ich auch so ein Potenzial in mir hätte, im kreativen Bereich, was bräuchte ich denn dafür? Muss ich erstmal ein Jahr vielleicht ein Sabbatical machen? Ach nee, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ne? Sind die jetzt... Kommen Montag die ganzen Kündigungen rein? Ja, also was brauche ich dafür, dass ich da mehr erschaffen kann? Das fragen sich ja alle im Moment, das fragen sich auch die ganzen Schulen. Da wird ja auch alles Mögliche unstrukturiert. Diese ganzen Verständnisse von Demokratie und so weiter, wie das in Schulen vermittelt wird jetzt. Und da ist ja ganz viel im Umbruch. Also es geht um einen Weg, könnte man auch sagen, im Sinne Platons zum wahren Licht. Es gibt ja so eine Art falsches Licht, das hängt da an der Decke und macht diese Schatten, wo wir dann der Ansicht sind, das wäre die Wirklichkeit und das wahre Licht brennt draußen. Und der Mentor, der Lehrer, der ist also im Grunde, im Idealfall einer, der den Weg nach draußen schon kennt und den Weg nach draußen zumindest zeigen kann oder andeuten kann. Finden muss ihn ja sowieso jeder selber. Das Problem ist,
Also ein Problem ist, nicht nur das, also es gibt verschiedene, aber eins wäre zum Beispiel, dass wir mit unserem Gehirn ständig auf unsere Landkarten reagieren, weil die Wahrnehmung so beschränkt ist und wir diese ganzen Erfahrungen, die wir im Außen machen, können wir gar nicht so schnell über, von der Datenmenge her übersetzen. Deswegen müssen wir zu einem Großteil immer auf alte Erfahrungen zurückgreifen. Und dadurch entstehen diese Landkarten und wir reagieren dann auf Landkarten in unserem Kopf und gar nicht auf das, was draußen real passiert. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil wir meinen natürlich immer, ja, ja, ich kriege schon alles mit und ich weiß schon, was los ist, aber häufig wissen wir das ja gar nicht, weil da ganz viel fehlt und das nur mit alten Erfahrungen immer wieder abgeglichen wird. Ja. Korsipski war auch Lehrer von Bateson und anderen und ja, das war so ein Standardwerk, Science Insanity. Genau. Und ja, die Sprache und die Symbole, die Sprache ist ja auch ein Symbol, ist die eine Welt nach seiner Fassung und die Erfahrung die andere. Dann ist ein weiterer Aspekt der sogenannten Autopoiesis, was erstmal nicht so viel mit Auto zu tun hat, aber vielleicht jetzt nach der neuen Form mit den selbsternannten Autos doch wieder passt. Dass wir alle selbstorganisierende Systeme sind, sowohl eine Gruppe, eine Schulklasse, ein Raum voller Studenten, als auch eine Firma, als auch jeder Mensch selber ist ein selbstorganisierendes System. Und wir organisieren uns anhand unserer Landkarten und anhand der Erfahrungen, die wir gemacht haben, ständig um diese Situationen herum und versuchen also das Beste dafür uns rauszuholen. Machen Bienen ja auch so. Die machen das, organisieren sich da auch selber die ganze Zeit und sind da hocheffizient drin. So, und da entsteht also ganz viel an kreativem Potenzial auch. Das heißt also, man muss diesen Systemen ja auch den Freiraum lassen, um sich entfalten zu können. Bei der künstlichen Intelligenz ist allerdings, wie gesagt, die Frage, ob man da nicht einen Ausknopf einbauen müsste irgendwo an einer bestimmten Stelle. Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage. Maslow hat das ja auch beschrieben und er hat gesagt, okay, wir haben alle diese Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse, die wir haben, diese nach Sicherheit und so weiter, Versorgung, Anerkennung und dann haben wir eben diese ästhetischen Bedürfnisse und dann haben wir das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Das war ursprünglich der höchste Punkt und am Ende seines Lebens hat er festgestellt, es gibt noch einen anderen darüber, nämlich den der Transzendenz. Das ist das, worüber wir jetzt hier auch geredet haben. Das hat er dann obendrauf on top gesetzt. Und Lone geht sehr stark über diese Ich-Identität und aber auch über die Physiologie. Also das heißt, dass der Körper ein ganz entscheidender Faktor dabei ist. Und davon gehe ich auch aus, weil wir ja nun mal diesen Körper haben und dieser Körper sind. Und unser Körper ist ein ganz wesentlicher Zugang auch zu diesen kreativen und Potenzialen und veränderten Bewusstseinszuständen. Nochmal aus meiner Ecke so ein kleiner Schwank. Ja, also es gibt ja mittlerweile Hunderte oder Tausende von Schulen, die alle aufs gleiche Problem gucken und eine andere Lösung oder andere Erklärung dafür finden oder eine andere Ursache. Und da gab es eben verschiedene Studien und vergleichende Studien und hat man festgestellt, aha, 85% ist im Grunde bei allen gleich für den Erfolg. Und das sind diese Punkte, die da unten aufgezählt wurden, das sind diese fünf Faktoren. Das ist vor allen Dingen Beziehung und Verbindung. Dann haben wir gewisse Erwartungen, dann haben wir Motivation, dann haben wir Selbstwirksamkeit und den systemischen Kontext. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend überhaupt im Umgang mit Menschen, auch in Zukunft oder überhaupt mit Gruppen, mit Studenten, sich klarzumachen, im Grunde das, was den Erfolg ausmacht, ist vor allen Dingen erstmal die Beziehungsebene und die Kontaktebene. Und das ist die Frage auch wieder, welchen Kontakt habe ich zu mir selbst? So, und da sprach Rogers ja auch vom Thema Empathie oder Jeremy Rifkin spricht von der empathischen Zivilisation, dass das wirklich für die Zukunft auch ein ganz wesentlicher Schlüssel ist und dass diese Fähigkeit des Menschen im Grunde das größte Potenzial aus dem anderen herausbringen kann, als auch aus uns selber heraus, also für Veränderung und für Lernen. So, und Buber sagte das ja auch so ähnlich, dass der Mensch eben an einem anderen sich selber erkennt und zu sich selber finden kann. Und das ist ja auch in dieser ganzen modernen Traumaforschung und so weiter, ist das ja auch ganz evident, dass wir durch das Nervensystem eines anderen anfangen können, uns selber zu regulieren. Also wenn der andere reguliert ist,
im Raum mit seinem Nervensystem, dann kann derjenige, der unreguliert ist, anfangen, sich zu regulieren. Wenn derjenige aber die gleichen Übungen zu Hause alleine macht und das vorher nicht erfahren hat, hat er häufig ein Problem, da klappt es nämlich nicht. Das heißt, da braucht es eben so diese, wie so eine liegende Acht, so eine Wechselbeziehung, ja, wo das zwischen passieren kann. So, und das hat eben auch ganz viel wiederum mit Kreativität zu tun, weil ich glaube, wenn einer die Fackel hält und der andere sitzt daneben und die beiden quasi befruchten sich gegenseitig auf dieser Ebene, ja, dann springt der Funke quasi wie über. Ja. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dass wir häufig in unserer Welt in Dualitäten verfangen sind und in Dualitäten denken. Und im Grunde ist das eine Illusion, weil letztendlich haben wir natürlich unterschiedliche Pole. Also alles, was sich hier auf der Welt quasi zeigt, braucht immer diesen Gegenpol. Ja, Feuer, Wasser, Himmel, Erde etc., Tag, Nacht und so weiter. Aber es gibt, das sind im Grunde nicht zwei völlig voneinander getrennte Entitäten, sondern es gibt da so eine Stelle, so eine Grauzone, so einen Übergang, da gibt es noch was dazwischen. Oder da ist es weder das eine noch das andere. Da ist es so, was Friedländer den Nullpunkt nannte. Und das finden wir halt in allen möglichen Philosophien und auch religiösen Systemen. Und da könnte man auch die Beziehung zwischen zwei Menschen drunter einbeziehen, zu sagen, okay, es gibt etwas noch dazwischen, zwischen diesen polaren Ausformungen. Und ich glaube, da liegt ganz viel von diesem kreativen Potenzial. Wenn wir uns diesen Extremen bewusst werden und bewusst werden, dass es dazwischen etwas gibt, was ich momentan vielleicht noch nicht weiß, was ich jetzt noch gar nicht benennen kann, wo ich im Grunde in einem, ja, wie soll ich sagen, in einem leeren Raum mich befinde, so ähnlich wie in dieser Meditation. Und dann auf einmal kommen diese Sachen von irgendwo her. Auf einmal kommt diese Eingebung, Wendeltreppe, DNA. Ja? Aber dafür braucht es eine Offenheit. Und die ist eben ganz stark im Körper beheimatet auch, diese Offenheit, würde ich sagen. Das heißt, wir brauchen eine Verbindung zu unserem Leib. Man könnte ja sagen, der Mensch lebt eigentlich in zwei Welten. Er lebt in der Welt draußen und in der Welt seiner Gedanken und so weiter und in der Reklametafel, die er abgibt, in, was er nach außen alles verkauft. Also mein Wissen, meine Titel, dies und jenes. Und während ich jetzt gerade mit euch rede, habe ich aber trotzdem eine Wahrnehmung von mir drin. So, merke ich zum Beispiel, jetzt läuft die Energie so hoch, mir ist warm und es pulsiert und so weiter. Und jeder, der hier sitzt, hat von sich selber parallel eine andere Wahrnehmung gerade. So, und das ist ja auch ganz spannend. Da reden wir eigentlich nie drüber. Wir reden meistens nur immer über die Dinge, die Reklametafel nach außen. Aber was in uns selber gerade los ist, ist doch total entscheidend. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für, ja, für Kreativität oder für diese kreativen Potenziale. Und das hat Nietzsche auch schon gesagt, dass der Körper letztendlich, wo wir wieder bei dem Thema sind, der Körper ist dionysisch oder ekstatisch und die Psyche ist apollinisch. Das heißt also, da kommen wieder diese beiden alten Götter zusammen und wir erinnern uns, die wohnen nicht durch Zufall am gleichen Platz. So, und wir haben in unserem Gehirn keine voneinander getrennten Bereiche für die Wahrnehmung und Verarbeitung von körperlichen und emotionalen Schmerzen. Ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir denken, fühlen und tun, hat direkt oder indirekt eine körperliche Auswirkung auch für nachfolgende Generationen, wie wir zunehmend mehr feststellen. Und das sind zum Beispiel Qualitäten, die uns von dieser künstlichen Intelligenz deutlich unterscheiden. Und da sprach der Professor Eugene T. Gentlin zum Beispiel von dem Felt Sense. Das ist also ein diffuses Gefühl, was wir entweder im Bauchbereich, im Brustbereich oder irgendwo anders, aber vornehmlich gerne da, anfangen zu spüren, wenn wir anfangen, uns mit Sachen auseinanderzusetzen. Der hat nämlich untersucht, es war ein Schüler von Carl Rogers, oder Mitarbeiter vielmehr, der hat untersucht, was macht Menschen erfolgreich. Und zuerst, was Therapeuten erfolgreich macht und hinterher hat er das allgemein gefasst. Und er hat festgestellt, die Menschen, die am erfolgreichsten sind, die haben einen Zugang zu diesem Spürbewusstsein. Die halten mal inne zwischendurch, während sie so was erzählen. Die sind immer mal wieder connected mit dem, was zum Beispiel hier das enterische Gehirn sagt.
wo man mittlerweile feststellt, da sind immense Mengen von Neuronen und alles Mögliche drin. Und da gibt es eine Verbindung mit dem Vagus direkt zum Gehirn hoch. Und da gibt es diese Wechselbewegung und so weiter. Das war ja bis vor ein paar Jahren noch alles esoterischer Blödsinn. Aber es kommt immer mehr, dass man das jetzt erkennt. Und dieser ganze Bereich, Embodiment heißt das jetzt, ja, da müssen die Körpertherapeuten müssen da eigentlich drüber lachen, weil das ist für die seit 100 Jahren mehr oder weniger klar. Aber diese ganzen Kongresse, Reden alleine reicht nicht und so, das ist jetzt ja der große Renner, weil die ganzen Psychologen und Therapeuten merken an einem bestimmten Punkt, aha, stimmt, da hängt ja noch ein ganzer Körper dran. Ja, das ist wie beim Kniechirurgen, der auf einmal feststellt, oh, an dem Knie hängt ja ein ganzer Mensch. Ja, und wir können, also wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, die Dinge, die wir in unserer technisierten Gesellschaft immer weiter ausgeblendet haben, wieder mehr reinzunehmen. Und da gehört der Körper zu. Und das überspringe ich jetzt mal. Was es braucht, würde ich sagen, für diese kreativen Prozesse ist erstmal eine Fähigkeit, etwas zu erkennen und auch Top-Down-Dinge zu regulieren. Dann brauchen wir emotionale Intelligenz, das nennt man auch EQ. Dann würde ich das somatische Intelligenz nennen, das ist dieses Einspüren, also sowohl einen Zugang auf die, zu den Gefühlen als auch zum Körper zu haben. Und dann eben diese, was ich vorhin sagte, mit dieser Selbstorganisation, also Synergieeffekte, die sich zwischen Systemen bilden. Also wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel Pilze mit Bäumen interagieren, immens, absoluter Wahnsinn. Ja, das sind Systeme, die sich gegenseitig die ganze Zeit stützen, steuern, gegenseitig informieren. Und ja, wir brauchen eine gewisse Offenheit und Hingabe. Dafür muss man nicht so belämmert immer aussehen. Ja, keine Angst. Ja, und ein Gewahrsein. Gewahrsein und Präsenz, was man zum Beispiel bei so einer Meditation lernt, wenn man dann eine Woche mal die Klappe halten muss. Und ich weiß, wo man jetzt hin soll. Und die ersten 3 Tage dreht das Ego durch, weil die ganzen Strukturen, die man aufgebaut hat, werden radikal ausgelöscht für den Moment. Das ist meistens sehr schnell wieder da hinterher. Ja. Das Ganze, um das abzuschließen, könnte also auch eine Art Heldenreise sein, wie Joseph Campbell das sagte. Das heißt also, wir brechen im Grunde auf in unsere eigene Tiefe. Hier, ja, das nannte er dann Tod und Wiedergeburt. Jeder Roman, jedes Märchen, jeder Mythos berichtet davon, auch jeder Film. Also wer das jetzt kennt und einmal gesehen und verstanden hat, der wird wahrscheinlich nicht mehr mit Spannung einen Film sehen können. Das tut mir leid. Ja, das ist aber so. Und anhand dieser Struktur hat er aber erkannt, entwickeln sich menschliche, psychische Prozesse rund um den Globus. Weil alle Kulturen die gleiche Geschichte erzählen, mehr oder weniger. Mit ihrer kulturellen Chiffre anders verpackt. Und daraus resultiert eben ein verändertes und erweitertes Bewusstsein und auch eine Verkörperung dieses veränderten Bewusstseins. Und letztendlich dahinter liegt der Schlüssel zum vollen Potenzial für mein Verständnis. Und auch für Lebendigkeit, für Spontaneität. Ja. Stanley Kahneman möchte ich mit schließen, der sagte, eine starre Identität hat nichts mit Individualität zu tun. Um unsere Individualität zu behaupten, müssen wir aufhören, nach festgelegten Rollen und Haltungen zu suchen und stattdessen nach Verbundenheit mit unseren eigenen pulsierenden Rhythmen streben. Ja, vielen Dank. Danke, danke.